Jetzt habe ich mal die Schablone ein bisschen rau gemacht, weil so hebt die Farbe viel besser. Jetzt nehme ich ein Mintgrün und male es an. Dann härten wir das für 120 Sekunden aus. Bis es aushärtet, möchte ich zeigen, was ich euch zeigen möchte, wie man diesen Muster herbringt. Das ist unser Ziel. So, nun ist es ausgehärtet. Ich nehme jetzt ein ziemlich pastellorangen, also recht auffallenden Orange. Und mache es recht unregelmäßig. Also es darf nicht perfekt sein, sondern richtig unregelmäßig. So, das ist unser zweiter Schritt. Diesmal härten wir die Farbe nicht aus. Und als nächstes nehme ich ein Violett und am besten geht es mit dem hier. Kann man schön arbeiten. Und immer schön im Kreis. Nicht zu viel Farbe drauf, sondern nur fein. So, ich hoffe, ihr seht es da. So, auf die andere Seite machen wir das Gleiche. Und immer schön im Kreis. So, da. Gut. Ich hoffe, ihr seht es. Wenn ich da. Es sieht aus wie eine Blüte.
Und dann mache ich danach vielleicht ein bisschen etwas dekorativ. Damit es vielleicht noch ein bisschen edler aussieht, nehme ich da noch und so sieht es aus wie eine Blüte. Jetzt, wo wir fertig sind, 120 Sekunden aushärten. Jetzt haben wir es ausgehärtet. Jetzt nehme ich ein Versiegler. Und härt es wieder aus. So. Und das ist das Ergebnis. Schauen, ob ich mit einer Blüte. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wieder ein Video von mir zu sehen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich riesig auf einen Daumen hoch. Ihr könnt natürlich auch einen Kommentar geben. Und ja, bis nächstes Mal. Tschüss. Mir ist gerade noch was eingefallen, und zwar, wenn ihr in die Disco geht und es hat Neon, dann werdet diese Nägel so leuchten.